Moin Moin, willkommen zurück zu Little Nightmares hier für die Switch. Wir legen gleich los. Beim letzten Mal gespeichert, setzt natürlich mal ein Stückchen zurück, also ein kleines bisschen werden wir noch sehen. Aber ich denke, das ist nicht so schlimm. Kennen wir ja noch, ne? Mal gesehen, was da passiert. Oh ja, der Hunger, der treibt's rein. Aber ich denke, das ist eine Schlüsselszene, die sollten wir uns nochmal anschauen. Sünde, Sünde, es ist für den. Jetzt noch eine leckere Wurst essen. Oh ja, nett. Gibt's mir eine Wurst, die will ich auf jeden Fall essen. Warum das so ist, dass er den isst, wissen wir nicht. Werden wir schon noch irgendwann feststellen. So, weiter geht's. Ich glaube nicht, dass sie mich jetzt noch knuddeln wollen. Oh, da ist diese komische Frau. Kann ich da hinlaufen? Nee. Noch nicht. Ah, warte. Den Fahrstuhl zurückholen. Machen wir einfach mal. Ist ja jetzt kein Weg drin oder so. Hier machen wir lieber hier an die Seite. Hey, frei. Bei ihr Bahn mit Marzipan. Rein da. Na? Okay. Ladezeiten sind natürlich mal ein bisschen unangenehm. Habe ich euch schon mal von erzählt? Habe ich schon erzählt, dass ich Ladezeiten überhaupt nicht mag? Ich hasse sie. Oh, Vibration in meinem Pro-Controller. Das heißt, sie sind da. Kann ich noch höher kommen? Nee. Oh. Die gute Frau. Also, was das so auf sich hat, wissen wir noch nicht. Werden wir aber noch feststellen. Oh, das sieht aus wie ein normales Haus hier so ein bisschen, ne? Okay, hier ist ein Schlüssel. Müssen wir ein Schlüsselschloss, meine ich. Müssen wir da nochmal einen Schlüssel finden. Wollen wir mal reingehen? Das ist die Frau. Wollen wir zu ihr hingehen? Oh. Dachte nicht, dass sie böse wäre. Aber sie ist anscheinend böse. Also mögen tut sie uns auf jeden Fall nicht, denn sie hat uns getötet. Also die Frage, was wir jetzt machen sollen. Ist es der Plan, hinter ihr herkommen, oder ist es der Plan, dass wir nicht hinter ihr herkommen? Warten wir es mal ab. Dass sie uns nicht sehen darf. Weil es auch die Frage, was wir machen sollen. Okay, oh, was soll man denn machen hier? Vielleicht. Raus, vielleicht gibt es hier draußen noch irgendwas, was man machen kann. Nee. Hat er drin schon einen Schlüssel entdeckt? Ich habe noch keinen entdeckt. Irgendwas machen? Nee. Nee, den Schrank da aufmachen irgendwie. Thank you.
Weiß nicht, was man machen soll. Jetzt noch dran vorbei. Ein bisschen gruselig, wie sie redet, oder? Er singt. Und ich. Okay, das ist ihr Schlafgemach. Aber Schlüssel sehe ich hier auch nicht. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt diese Vase da runter schlagen muss. Ja, aber gut sein. Doch, da ist ein Schlüssel drin. Okay, wenn ich jetzt das mache, dann muss ich aus dem Bett klettern wahrscheinlich, ne? Stecken wir uns unter dem Bett. Kommt sie? Glaub nicht. Da liegt zumindest der Schlüssel. Wo ist der Schlüssel mal? Oh nein, wo ist die bloß? Ich werde uns bestimmt gleich irgendwie erschrecken. Wir sind ja immer schleichen. Ich mag da gar nicht rausgehen aus dem Zimmer. Was ist sie da irgendwo? Okay, sie ist nicht mehr da. Aber wo kann sie sonst noch sein? Ach, jetzt kann sie bestimmt irgendeine von diesen Figuren sein, die hier rumstehen. Gehen wir mal da hinten unter ihren Schrank links. Ich nicht. Diese Puppen, die sind so gruselig, weil sie genauso aussieht. Da draußen irgendwo. Oh. Ja, die Uhr leider auch nicht mehr. Schleicht den ganzen Weg da drunter, weil ich nicht genau weiß, ob die nicht irgendwo auftaucht gleich. Boah. Sowas finde ich halt immer zum Kotzen. Ist ja so ein bisschen Spannungsmomente hier. Die aber gar nicht aufhören. Aber nur Angst hat, dass sie auftaucht. Könnte sie ja nicht drin sein, weil wir ja eigentlich. Oder? Oh oh. Oh oh, hier sind so viele von diesen Puppen. Hilfe! Nein! Was soll man denn da machen? Was soll man denn da machen? Wie komme ich ja von dir weg? Ich könnte nur laufen, oder? Oder kann die mich hören? Und sieht mich vielleicht nicht. Darf ich nicht laufen? Was soll ich machen? Was soll ich da bloß machen? Das ist ja mal. Ich hatte richtig Gänsehaut hier. Laufen aber jetzt schon los. Oh, rein da! Oh nein! Okay, aber es geht. Ich hätte reinsliden müssen, hab ich vergessen. Wie dumm war das denn? Oh, sorry, dass ihr euch das alles miterleben müsst. Oh, die ist echt, die ist so eklig, die Tante, finde ich. Oh, ich finde sie richtig gruselig.
Tut mir leid. Es ist wirklich gruselig. Ich hab mal so einen Film, der hieß The Grudge. Da war auch immer so ein ekliges Geräusch. Hat man das Viech hat immer so gemacht. Das ist auch richtig eklig. Laufen, los. Oh. Taucht bestimmt gleich wieder auf. Wir wollen laufen. Sie nicht, ne? Und hier taucht sie schon wieder auf. Oh, ist das eklig. Hey, da oben ist auch so ein Auge. Großer Raum. Ah, da geht's weiter, okay. Man sieht, sind alle Bilder oder Spiegel zersplittert worden? Aber sie mag ihr Spiegelbild nicht. Raum hier. Oder irgendwas anderes oben. Notklettern? Wo bin ich da hin? Links für links. Wenn die aufmachen. Dann hier? Mach ich. Okay. Kann ich nichts machen? Was? In der Mitte. Sieh doch, ne? Waren hier vorbei? Ist auch die Frage, was sie macht da, was sie will. Nicht zurück. Muss man tun? Okay. Kein Plan, was man machen soll. Wieder tot. So merkwürdig. Was muss man denn tun? Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht.
Also ich bin rausgegangen und da steht sie. Aber es wird nicht so richtig erklärt, was man machen soll. Jetzt ist sie nicht da. Hier kann ich auch nichts Großartiges machen. Sozusagen, jetzt ist sie wieder da, weil diese komische Musik kam. Aber was soll ich da machen hier? Puppen anzünden? Ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Oh, ich kann nicht mehr rein. Hä? Das ist doch merkwürdig, oder? Wisst ihr, was man da machen soll? Also ich finde es echt abgefahren. Hätte ich es auch nicht so gedacht. Ich hätte gedacht, dass ich. Wenn ich gedacht, dass ich es jetzt einfach fertig habe und mich dann um nichts Großartiges kümmern muss. Aber anscheinend nicht. Okay. Weiß es immer noch nicht. Ich finde es ein bisschen abgefahren. Also so kleine Tipps müsste es da geben oder so, aber. Also ich kann nicht einfach raufklettern. Was kann ich denn hier machen? Hochhüpfen? Diese Tür kriege ich auch nicht auf, ne? Nee. Also auf jeden Fall sind alle Spiegel hier zertrümmert. Also ich mag keine Spiegel. Das ist ein Spiegel, was ich habe da? Oder was ist das? Ich kann es auf jeden Fall hochheben. Warte mal. Geh mal raus. Das ist ein Spiegel. Ich habe sie erwischt. Jetzt machst du sie auf jeden Fall nicht. Schnell zum Licht. Ah, okay. Ah, brenne, Mädel. Ah, sie kann das nicht ab. Deswegen sind alle Spiegel auch zerstört. Was ist hier ein Vampir? Ich weiß es nicht. Oh, schnell ins Licht, schnell ins Licht. Komm her, du. Hexe. Dein Gesicht verbrennen. Müsste doch irgendwann. Muss ich mal den Geist aufgeben. Ja, komm. Oh, hier unten ist Licht. Muss aber schnell sein zum Licht, weil sonst wäre das nichts. Weiß noch nicht, wie lange das gut geht, bevor man das machen muss. Aber egal, wir machen es ein paar Mal. Frage, wie lange ich das aushalte hier. Oh, ich glaube, das war's. Der Todesstoß gewesen sein. Oh, was ist denn? Ich habe ein bisschen Hunger. Ich glaube, ich muss sie jetzt essen. Niam, 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 je.
Komm her. Oh, mir knurrt der Magen so. Schöne, frische Fräuleinbeinchen. Komm. Komm, ich nehme dich in meine Arme. Ah. Ich glaube, ich bin irgendwie nicht besser als die anderen hier, oder? Jetzt? Du weißt, was ich bin? Nö. Ich dachte, man kann jetzt sehen, was ich bin. Okay. Bille. Okay. Ich jetzt das Böse hier, oder was? Das sind jetzt einen fetten Fresshack wieder, ne? Sterben jetzt alle? Habe ich deren Seelen auf? Was mache ich da? Aus, ne? Kann nichts gegen mich machen. Und wo gehe ich jetzt hin? Ins Himmelsreich? Immer satt sein werde? Man weiß es nicht. Was ist das Ende? Ich würde sagen, das ist das Ende. Auch mit die Wichtel. Die Türen zu? Ja, Leute, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Das war natürlich jetzt die eine Geschichte. Wir haben noch die Geschichte von dem Jungen. Die werden wir ab der nächsten Let's Play-Folge starten. Oh, das hat mir wirklich Spaß gemacht, das Spiel, muss ich sagen. Es ist nicht lang. Also, wie viele Folgen haben wir jetzt gehabt? 10 Folgen? 11 Folgen? Ich weiß nicht. Jeweils 20 Minuten. Und hochrechnet mit, natürlich mit Try and Error. Ja, dauert ein bisschen. Sind maximal so 3 Stunden, 4 Stunden Unterhaltung. Mehr ist es anscheinend nicht. Kostet ja auch nur 19,99. Ist ja jetzt nicht die Welt. Und dafür kriegt man 2 Spiele. Gucken, wie lange das zweite Spiel ist. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Wir schauen uns das auf jeden Fall an. Ja, und bis dahin. Tschüss.